Spiel der Emotionen. Denn erstens einmal hat Ried das allererste Spiel in der höchsten Spielklasse, nämlich gegen Rapid, bestritten, damals im August mit August 95 mit 1:0 gewonnen. Dann zweitens, die Rieder-Fans können nach wie vor nicht vergessen, dass Ernst Dokkopil einmal gemeint hat, die Rieder sind die schmutzigste Mannschaft der Liga. Und zum dritten ist es natürlich auch ein ganz besonderes Spiel, ein Spiel der Emotionen für Radovic und Markus Hieden, denn Sie wissen, die beiden haben in der vergangenen Saison noch jeweils beim anderen Verein gespielt. Erstmals also zu Hause Željko Radović, der ehemalige Rapidler, jetzt im Ried-Dress. Und das ist Markus Hieden, jahrelang bei Ried, jetzt bei den Hütteldorfern. Die beiden, so wie 8000 Zuschauer, gespannt aufs Match. 50.000 Schilling gibt es vom Max-Bundesliga-Sponsor für die beste Nachwuchsarbeit. Obwohl es in Strömen regnet, Stimmung gut, wie gesagt, 8000 Zuschauer. Ried von rechts nach links in den grünen Leibchen und den schwarzen Hosen. Vom Anschluss weg. Die in Viertler, das ist Agerspiel, Tor! Ja, unglaublich, nach 14 Sekunden das 1:0 für Josko Ried, rechts im Bild mit der Nummer 17, Michel Angerschmidt, nach Vorarbeit von Radović, zuerst Lauers, dann Radović und dann der Kopfball wird nicht energisch genug gestört. Und Michel Angerschmidt, schauen wir uns das noch einmal an, Radović wird nicht energisch genug gestört und Michel Angerschmidt, hier beim Urteilwurf macht das 1:0, also nach 14 Sekunden. Ein unglaublicher Auftakt für die Innviertler. Radović ist da etwas zu kurz gekommen. Rapid in der Aufstellung wie beim Sieg über Sturm Graz. Das ist Alfred Tata. Er lässt Acker Gündis heute von Beginn an auf der Bank. Radović und Lauers, die beiden Sturmspitzen, also Ried mit 10 Österreichern und mit einem Ausländer im Spiel. Nächste Möglichkeit. Rothbauer und Taumelt, wieder ein bisschen reklamiert, aber sicherlich kein Elfmeter. Viel Dramatik gleich in der Anfangsphase dieses Spiels. Schauen wir uns auch diese Szene noch einmal an. Ja, beide stoßen, beide drücken da ein bisschen, aber Entscheidung richtig. Dann Pech für den Viertler, denn Kapitän Glasner scheidet verletzt aus, gibt die Kapitänschleife an Herwig Drechsel, dem Mittelfeldregisseur. Und Tino Wabra, Torschütze in der letzten Minute beim Auftaktsieg in Kärnten, kommt ins Spiel der Rieder. Dann endlich einmal die Hütteldorfer über Maletic. Wird hier abgedrängt, ein bisschen in die Zange genommen. Nach 14 Minuten der erste ernstzunehmende Angriff der Hütteldorfer. Dann Radajcik, einer aus der Dreierabwehrreihe der Hütteldorfer, taumelt. Und es gibt Eckball. Eckball für Rapid nach 16 Minuten. Das ist Zahler. Einer der stärksten Mittelfeldspieler heute, der Hütteldorfer. Oliver Freund und Tor! Ausgleich! 16. Minute. Das 1:1. Torschütze Oliver Freund mit der Nummer 3 nach dem Eckball. Also doch etwas überraschend dem Spielverlauf nach. Orange geschlagen. Etwa 600-700 Hütteldorfer Fans mit nach Ried kommen. Freuen sich natürlich, stehen im Regen, aber sie freuen sich über diesen Ausgleichstreffer von Oliver Freund. Gebührt da die gesamte Ried-Verteidigung schneller am Ball. Und wie gesagt, 1:1, Match wieder völlig offen. Dann Herwig Drechsel. Foul an Drechsel, auch er wird in die Zange genommen, und zwar von Taumend und von Freund. Und natürlich Drechsel mit dem Freistoß, Meier und Tor! 4 Minuten später, Ried wieder in Führung. 2:1 durch Christoph Lauers. Der Belgier macht das Tor. Stimmung natürlich großartig. Er nimmt es doch relativ gelassen, Alfred Tata. Schauen wir noch einmal genau hin. Mit links, mit viele Fehlgeschossen, abgewehrt von Meier. Dann einige Verwirrung in der Abwehr und völlig ungehindert kann Christoph Lauers zur Führung der Rieder einschießen. 2:1. So hat Ried auch das allererste Bundesligaspiel im 95er Jahr gegen Rapid gewonnen. Auch damals hieß der Trainer Ernst Dokkopil, und die Freude natürlich bei Christoph Lauers und den Betreuern und den Ersatzspielern. Jetzt Rapid stärker. Foul an Wallner. Lechner und Steininger sind da dabei. Ganz klare Sache. Es gibt einige Härteeinlagen in diesem Match. Freistoß Radajcik mit dem linken Fuß.
aber doch deutlich verzogen. Christoph Ratajczyk. Bei den Riedern nennt mich noch verletzt. René Wagner fehlt den Hütteldorfern natürlich, ebenso wie Kautz und wie Schwarz. Dann wieder Ratajczyk. Roman Wallner. Ein bisschen Aufsetzer, nicht ungefährlich auf dem nassen, glitschigen Boden. Aber Milan Lorage lässt sich da nicht bezwingen. Gewinnt hier den Zweikampf. Roman Wallner immer quirlig. Immer wieder läuft er sich frei. Und doch einige Probleme für Milan Orache. Dann Maletic. Steht etwas im Schatten heute von Roman Wallner. Vorteilsregel angewandt. Sala. Und Orache rechtzeitig herausgekommen. Aber Sala gefällt mir heute sehr gut. Macht sehr viel für das Spiel der Hütteldorfer. Dann wieder Drechsel. Das sind seine Aktionen. Foul an Drechsel, und zwar von Schießwald. Herwig Drechsel, der zwei Tage nicht trainieren konnte wegen einer Zehenverletzung, aber heute wieder voll fit ist. Peter Schöttl, ein Rechtsfuß, muss aber auf der linken Seite spielen. Ebenso wie Taumelnd, auch ein Rechtsfuß, auch auf der linken Seite. Achtung, Freistoß, Stiegelmeier, nicht schlecht. Der neue Libero, der Rieder, Mario Stiegelmeier. Wir kennen ihn noch vom FC Linz, da war beim FC Tirol, dann lange Zeit schwer verletzt. Hatte aber zuletzt ein gutes Jahr in Deutschland bei Jan Regensburg. Nicht schlecht dieser Freistoß von Mario Stiegelmeier. Dann wird auch Schöttl offensiver. Das ist Wallner. Herrlicher Pass auf Sala. Ausgleichsschuss für Rapid. Zu schwach geschossen von Jürgen Sala. Fällt mir trotzdem gut. Und einige Probleme für Milan Orage. Sonst aber sicher im Rieder Tor. Dann Manuel Ortlechner und 21 Teamspieler. Wieder Drechsel. Da ist Taumelnd vor Rotbauer. Wäre eine gute Möglichkeit für die Infielder geworden. Wieder die tempierte Flanke. Und Taumelnd um den Tick schneller als Rotbauer. Aber was denkt sich er? Alfred Tata, der Rieder Trainer, der seine Mannschaft glänzend in dieses Match eingestellt hat. Achtung auf diese Aktion. Da ist Thomas Zinker, ja, er will es nicht wahrhaben, doch etwas hart eingestiegen. Und es gibt von Schiedsrichter Messner die gelbe Karte für Thomas Zinker. Ja, ja, klare Sache. Gestrecktes Bein. Gegen Drechsel. Pausenstand. 2:1 für Ried. Dann wird erstmals der neue Josko Ried-Song intoniert. 2:1 auf alle Fälle. Für die Inviertler zur Pause. Ernst Dokobil bringt dann gleich zwei neue Leute. In Lagolikakis und Jasic. Und zwar für Schießwald und für Schöttl. Erste Möglichkeit. Roman Wallner mit diesem guten Freistoß. Ried aber noch 2:1 in Führung. Und durchaus verdient bisher, würde ich sagen. Da war Orage nicht mehr dran. Und dann kommt er endlich. Mohamed Akagündüz. Mit dem Transfer nach Kaiserslautern ist es nichts geworden vor einigen Wochen und er spielt jetzt für Lauers. Einwurf Sala. Gute Phase jetzt der Hütteldorfer, die doch ziemlich drängen. Maletic, kurz abtropfen lassen, Sala Tor! 2:2, 59. Minute, Jürgen Sala krönt seine Leistung mit diesem Treffer. Milan Orage geschlagen, Ausgleich 2:2 im Rieder Stadion. Freude natürlich bei den Hütteldorfer Fans. Der Regen hat nachgelassen. Nach einem Fehler von Feichtinger mit dabei und fast mit dem Spitz hat Jürgen Sahler dieses 2:2 erzielt. Noch einmal diese Aktion, aber von Maletic sehr geschickt gemacht. Und das ist auf alle Fälle der Ausgleich, wieder alles offen. Dann Feichtinger, kein schlechter Pass auf Rotbauer. Herwig Drechsel, knapp verzogen. Steigert sich von Minute zu Minute. Herwig Drechsel hat das Spiel jetzt in der Hand oder im Fuß, wie Sie wollen. Knapp außerhalb des 16ers, gut abgezogen. Aber doch nicht genau genug. Match jetzt völlig offen. Kommt wieder Sala. Wallner. Auf die kurze Ecke angetragen.
aber diesmal Milan Orange. Aber doch mit einigen Problemen. Dann wieder Ried. Akagündis. Foulspiel an Akagündis. Freistoß für die Innviertler. Er richtet seine Mauer ein. Ladi Meier, der Rapid-Keeper. Und wer wird da schießen? Wawra oder doch Drechsel? Ja, Drechsel ist es. Und glänzend reagiert von Ladi Meier. Da gibt es den Glückwunsch von Radajcik. Über die Mauer gezogen, geschickt gemacht in Richtung Kreuzecke. Aber Ladi Meier lässt sich nicht bezwingen. Dann wieder Fechtinger. Radovic drängt sich natürlich gegen seinen ehemaligen Club besonders an. Bringt Akagündis den Ball nicht unter Kontrolle. Schlechter Abschlag von Markus Hieden, dem ehemaligen Rieder. Und das ist Akagündis frei! Matchball! Yes, Sasna! So eine Chance von Akagündis und wieder Ladi Meier. Ja. Das sagt alles, Tata. Er kann es nicht fassen, dass daraus nicht das 3:2 für Ried geworden ist. Wird das Spiel noch ein bisschen härter? Da steigt diesmal Drechsel ein. Auch er meint kein Foul, aber es gibt die gelbe Karte nach ihm, nach dieser Attacke. Er ärgert sich, regt sich besonders auf, der Ernst Dokobil, nach dieser Attacke an Jasic. Gelb auf alle Fälle für Herwig Drechsel. Da fliegen auch einige Becher Richtung Spielfeldrand. Und dann die 90. Minute, die letzte Aktion in diesem Spiel. Da ist Oliver Freund! Und auf der anderen Seite großartig von Milan Orange reagiert. Noch einmal diese Aktion. Es bleibt beim alles in allem gerechten 2:2. Ein gutes Match im Rieder Stadion vor über 8000. Das ist der Schlusspfiff von Schiedsrichter Messner. Beide Mannschaften geben die ersten Punkte ab. Beide holen einen in Ried. Endstand also zwischen Josko Ried und Rapid. 2:2. Unentschieden, ein durchaus gerechtes Ergebnis. Fast hätte es in diesem Spiel einen Bundesliga-Rekord gegeben, dieses 1:0 von Angerschmidt nach nur 14 Sekunden. Nur um eine Sekunde hat er den Rekord verpasst, denn den hält Gerd Wimmer seit 3 Jahren, damals noch bei Rapid, gegen Austria Lustenau nach 13 Sekunden. Damals war Gerd Wimmer der Torschütze, heute Angerschmidt nach 14 Sekunden. Es war ein Spiel der Emotionen, das habe ich schon vor der Partie gemeint, das hat auch Reinhard Waldenberger bemerkt, bei Ried-Trainer Alfred Tatar. Er dirigiert den SV Josko Ried. Alfred Tata, der ein System auch ohne Worte seinen Spielern, wie hier Lauers erklärt, optimistisch vor dem Spiel, verärgert nach 90 Minuten. Warum, Herr Tata? Weil ich überhaupt nicht zufrieden bin. Wir haben heute die Chance vergeben, Rapid zu besiegen, weil wer im Stadion war, hat gesehen, dass wir die klar bessere Mannschaft waren. Rapid war dennoch gefährlich und hat in den Gegenstößen uns auf die Probe gestellt. Aber vorne hätten wir müssen diese Chancen reinhauen und außerdem glaube ich, Ladi Meier müsste zum Rapid-Ehrentormann ernannt werden. Wir haben alles gegeben und ich glaube, dass wir nicht unbedingt unverdient, wenn wir gewonnen hätten, eben dieses Spiel gewonnen hätten, aber Rapid hat eben dieses Tor noch gemacht und schade für uns, dass wir aufgrund dieser kämpferischen Leistung dann noch nur einen Punkt gemacht haben. Wenn man sieht, wie katastrophal wir da die ersten Minuten bestritten haben, denke ich, können wir zufrieden sein mit dem Punkt. Ich denke, je länger das Spiel gedauert hat, umso besser sind wir geworden, aber trotzdem haben wir uns dann zweimal beim Ladi bedanken können, dass er den Punkt festgehalten hat. Zufrieden also mit dem 2:2? Ja, es war ein Spiel, ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften, wobei Ried den Heimvorteil gehabt hat und so bin ich zufrieden, ja. Und wann lacht der Trainer Ernst Dokobil? Erst wenn die Scheinwerfer abgedreht sind oder schon jetzt? Wenn keine Reporter mehr da sind. In der Max-Bundesliga. Admira Wacker Mödling verliert daheim gegen Kehler Kärnten mit 0:1. Ebenfalls Heimniederlage der Wiener Austria gegen den GAK 2:3. Ried gegen Rapid 2:2. Und dann noch 2 Heimsiege. Innsbruck gegen Bregenz 5:0. Und Sturm gegen Salzburg gestern 1:0. In der Tabelle nur noch eine Mannschaft ohne Punkteverlust. Und das ist der Meister. Das ist FC Tirol, gefolgt von Rapid und Josko Ried mit jeweils 4 Punkten.